Sonnenaufgang am Bernsteinsee und ich bretter hier zum riesengroßen Druidenbaum sozusagen. Die Ureiche, der riesendicke Spot. Der riesendicke Baum mit dem richtig nicen Spot. Und da soll's abgehen und das testen wir jetzt. Also, ich bin ready mit dem Aufbau. Es hat natürlich wieder ein bisschen gedauert, weil man alles umbauen muss und alles vorbereiten muss fürs Karpfenangeln, Futtermische zubereiten, Setup zusammenbauen und so weiter und so weiter. Aber ich bin ready und jetzt geht es los. Warum stehe ich hier? Weil der Lucky Lachs hier einfach mal schön einen goldenen Schuppenkarpfen gefangen hat an der Stelle. Und das will ich auch. Ne, der hat jetzt hier 125 verschiedene Trophies gefangen. Da bin ich doch dabei. Da machen wir doch mit. 125 verschiedene Trophies. Zack. Nehme ich doch auch. So, also raus mit den ganzen Ködern. Direkt Gas geben hier auf 35 Meter. Und wir werfen hier schön genau dahin zwischen die Bäume sozusagen. Ich zoome da auch gleich nochmal eben ran. Auf die 35 hier und sui, raus damit. Genau da vorne hin. Genau, also zack, da so runter. Da wollen wir landen. So, jetzt haben wir hier auf 35 Meter. 1, 2, 3 mal. Jawohl, Futtermische. Also insgesamt haben wir da jetzt 60 Futtermischen drin. 60 Gramm Futtermische. Und damit starten wir jetzt erstmal ganz auf entspannt. Ich mache mich hier auf eine etwas längere Session gefasst, also durchaus möglich, dass es hier ein bisschen länger geht. Was schon mal der Hammer ist, hier lief im Laufe des Tages eine Schuppenkarpfen-Trophy nach der anderen. Der gesamte Chat, zack, 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 Schuppenkarpfen-Trophy, Schuppenkarpfen-Trophy, Spiegel-Trophy und so weiter und so weiter. Richtig, richtig viele Trophys. Und die meisten standen hier an diesem mächtigen, großen, uralten Druidenbaum. Alter. Und da stehe ich jetzt auch. Und da gucken wir einfach mal, ob hier was geht. So, der erste kleine Karpfen war drin. Ich habe direkt wieder ausgeworfen. Und da geht es aber auch schon direkt wieder los auf der gleichen Route. Ja, und das ist natürlich jetzt die große Frage. Wir haben jetzt hier im Einsatz bei den drei Routen dreimal unterschiedlichen Dip. Und die Frage ist natürlich, welcher Dip ist am interessantesten? Und wir gucken da natürlich auch gleich nochmal rein, welcher Dip wo drauf ist. Und ja, wir gucken einfach auch, was am besten funktioniert und was hier die besten Brocken liefert. Da bin ich natürlich auch sehr gespannt, wie unterschiedlich sind, auch wenn es die gleichen Aromen sind, die unterschiedlichen. Oh mein Gott, da ist er. Die unterschiedlichen Dips. Ist es denn der Hammer? Der ist grell. Ist es denn der Hammer? Goldkarpfen. Ah. Noch keine Trophy. Aber immerhin. Ein greller, gleißender, krasser Fisch, oder? Ist das der Hammer? Goldkarpfen in Vollendung. Ein wunderschöner Schuppenkarpfen in Gold. Mega, mega nice. Ganz, 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 ganz krass das Teil. Heftige Farbe. Heftiger Fisch. Ja, und sehr selten, ne? Also sehr selten markiert. Dicke, fette XP. Das wird auch kohlemäßig nicht so schlecht sein. Den nehmen wir natürlich mit und ich werfe direkt wieder aus. Und da bimmelt es dann doch nochmal auf der mittleren Route. Also bisher Ergebnis auf der ersten Route, Ergebnis auf der zweiten, auf der dritten Route bisher noch kein Ergebnis. Und im Großen und Ganzen muss man sagen, eine Stelle, wo man Geduld für braucht. Wir sind hier mit relativ großen Boilies unterwegs, wir sind hier mit sehr großen Haken unterwegs, wir wollen die dicken Brocken und deswegen ist die Frequenz nicht so wirklich groß. Zum Ende des Videos zeige ich dir nochmal eine Stelle, wo richtig gute Frequenz ist. Da soll es auch wieder richtig gut abgehen,
aber für dicke Brocken scheint das trotz allem hier ganz gut zu gehen. Und wenn man dann ein bisschen Geduld mitbringt, dann ballern die auch Stück für Stück rein. Wie gesagt, viele Trophies heute schon im Chat gewesen. Es ging mächtig, mächtig ab, speziell mit den Schuppenkarpfen. Gucken wir mal, was wir hier haben. Na, schön locker ranziehen hier. Jawohl. So, naja, 8 Kilo. Das ist auch soweit okay. Wir gucken mal eben auch noch in das Setup rein. Und ich überlege gerade, in welches. Ich werfe mal, nee, ich werfe nicht aus. Wir ändern mal als erstes hier die Amino-Kombi in diese Amino-Kombi. Dann werfen wir wieder raus. Und dann gucken wir uns das Ganze an. Denn zum einen der sehr seltene Rote ist auf die Amino-Kombi gegangen. Und zum anderen bietet hier oder liefert hier die erste Route am meisten Bisse. Und die dritte, die nehmen wir auch nochmal raus. Wir haben es jetzt abends 20 Uhr. Es geht hier tatsächlich gar nichts drauf. Auch hier nochmal wieder ändern. Kann natürlich auch daran liegen, dass vielleicht einfach alles zu groß ist. Ändern wir nochmal ab. Ich nehme aber hier das PVA mal runter. Gehe auf das erste Amino und wieder raus damit. So. Auf 35 Meter. Und jetzt gucken wir uns hier einfach mal das Setup an. Also 4 Nuller Haken. 36 Kilo das gesamte Schnur- und Vorfachsmaterial. Und 4 Nuller Haken. Und mit 22er Amino Pop-Up Boily. In der Kombination mit ozeanischem Krill. Also Pop-Up Boily, ozeanischer Krill. Ocean Krill und das dann reingedippt in Amino. Helen Van Zandt Amino, der Dip, der jetzt gerade oder bis jetzt am besten geliefert hat. Und vom PVA, da gucken wir gleich auch nochmal rein. Das andere war, wie gesagt, ähnlich zusammengebaut, bloß mit einem anderen Dip. Na guck, es fängt an zu bimmeln. Oh, jetzt aber auf Zweien. Und hier mal eben gucken. Und auch hier, okay, es liegt an dem Amino auch. Es liegt an diesem Amino. Beide Routen bisher, vorher nichts geliefert. Zweite Aminosorte, gucken wir uns gleich auch nochmal an, die nichts geliefert hat. Und genauso auch mit Krill. Ich bin ja mit ozeanischem Krill als Aroma hier, neben dieser Aminosäure sozusagen, dem Amino als Aroma, als Pusher. Und die zweite Aminosäure ist hier Matt Myers und das hat bis jetzt nichts geliefert. Vielleicht kannst du es auch nochmal testen, eine Route mit Matt Myers, mal gucken, ob da was geht. Ich habe es jetzt gerade runtergenommen, bei mir war da die ganze Zeit Flaute. Also diesmal ohne Matt Myers, sondern mit Van Zandt und wir gucken mal, was hier noch so reingeht. Ja. Und es scheint tatsächlich in dieser Kombination am besten zu gehen. Für mich im Moment zumindest bei den Temperaturen, bei den Wetterbedingungen. Wobei es ist eigentlich alles recht durchschnittlich. Keine besonderen Wetterverhältnisse. Ein ganz normaler Tag am Bernie. Yep. Und die Schuppenkarpfen, sie kommen, aber bisher auch nur relativ kleine. Also so sieht es aus von der Frequenz her. Bei mir im Moment fast sogar noch ein bisschen besser als beim Lucky Lux. Ich gucke gerade noch mal eben rein hier. Im Discord hat er alles gepostet. Übrigens, Link zum Discord ist direkt unterm Video. Einfach da registrieren. Und ab geht's. Ich glaube, wir sind mittlerweile im Discord. Ja, über 8000 User, die sich da austauschen und Spots teilen miteinander. Also es lohnt sich, da auch mal reinzuschauen, wenn ihr neue Infos braucht. Vom Cacher her, genau, hier haben wir es. Ja, also in diesen 3 Stunden, die er hier stand, 1, 2, 3, 4 Trophies und noch ein Aaland als Trophy. Aber das Ganze eben mit einer recht geringen Frequenz. Ist für mich vollkommen okay. Vollkommen okay, pro Stunde eine Trophy, kann man so sagen.
Wenn dann sowas Seltenes natürlich dabei rumkommt, wie so ein Goldkarpfen, sensationell. Und wenn einfach ein paar Schuppenkarpfen dabei rumkommen, auch nicht so schlecht. So, das war jetzt die letzte Futtermische. Jetzt wird erstmal nicht mehr nachgefüttert die ganze Nacht durch. Muss das jetzt erstmal reichen. So weit, so gut. Und jetzt heißt es einfach nur noch Geduld haben, abwarten. Und vielleicht ballert ja noch einer von den sehr seltenen rein. Apropos Futtermische, da gucken wir natürlich auch nochmal eben rein. Und zwar im Detail, das ist die Futtermische, die auch der Lucky Lux verwendet hatte. Maismehl als Basis, Amino und Amino, also die Feed Pellets in 10 und in 8. Dann einmal einen Boily geschreddert. Er hatte da, glaube ich, einen 15er. Ich habe jetzt hier den 12er genommen. Das ist, glaube ich, die günstigste Variante. Und das Ergebnis ist exakt das gleiche, denn die Partikel nach dem Schreddern sind alle gleich groß. Also da macht es dann keinen Unterschied. Und wenn man die 12er nimmt, hat man direkt mit einmal kaufen 30 Stück, was ja quasi eine Portion ist. Schwarzer Krill Feed Pellets, 5 Stück sind auch noch mit drin. Und roter Krill als Aroma im PVA. Wie gesagt, immer hier die 20er Packs PVA. Damit man da nicht so viel immer wieder nachwerfen muss. 5-mal, 6-mal, 7-mal reinwerfen damit. Danach erstmal eine Pause machen. Und in der Regel mache ich es ja so im 12-Stunden-Takt, also 16 Uhr anfüttern. Dann warten 4 Uhr in der Nacht nochmal oder 4 Uhr morgens nochmal nachfüttern. Und dann erst wieder um 16 Uhr. Also dieses Nachfüttern dann auch immer nur mit 2-3 Packs Amino bzw. PVA. Und dann reicht das eigentlich auch. So. Das ist der Spot, wer es noch nicht gesehen hat auf der Map oder den Druidenbaum nicht kennt. Hier unten ist das. Also man muss tatsächlich im Idealfall mit dem Quad hier einmal durchbrettern und hier einmal komplett entlang. Es ist eine etwas lange Tour. Es ist auch immer ein bisschen nervig und ich fahre da auch sehr ungern hin. Aber bei solchen Fischen muss man das einfach probieren und es zuppelt auch schon wieder weiter. Sehr, sehr gut. Und zack, ran da. Den nehmen wir doch auch gerne mit und weiter testen, weiter testen. Die ganze Kombination teste ich natürlich auch noch die Tage an verschiedenen anderen Spots. Und du kannst es natürlich auch gerne testen. Vielleicht läuft das ja auch an anderen Spots ganz gut. Einfach mal auch unten in die Kommentare reinschreiben oder im Discord mitteilen, wenn das eben auch an anderen Spots gut funktioniert. Und wenn du sagst, ach komm, sowas Langwieriges, das ist nicht so ganz meins und ich hätte gerne ein bisschen Frequenz und mit so dicken Brocken ist das auch nicht so meins, weil ich habe vielleicht erst nur eine HSV als Setup, als Bremse und bin vielleicht erst mit 15 bis 18 Kilo unterwegs, dann einfach mal hier oben testen. Auch dazu gibt es schon verschiedene Videos. Ich verlinke mal eins dazu mit Tutti Frutti in Kombination auf 15 Meter geklippt. Soll auch super funktionieren. Wie gesagt, da einfach mal reingucken, wenn es um Frequenz geht. Und wenn es dir geholfen hat und gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Das gefällt mir und hilft mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags gibt es da immer RF4 satt. Bis dahin, Petri.